Mehrere Hunderassen kennt man heute auf der Welt. Die einzelnen Hunderassen werden über einen Zuchtverband definiert. Der Deutsch-Tratar ist ein rauhaariger Vorstehhund. Er wurde am Ende des 19. Jahrhunderts gezüchtet. Der Deutsch-Tratar ist in weniger Jahrzehnten zum beliebtesten und bewährtesten der großen Jagdgebrauchshunde in Deutschland und in vielen Ländern der Welt geworden. Das drahtige Fell wird in drei verschiedenen Farben gezüchtet und wird bis zu 4 cm lang. Das Deckhaar ist zwischen 2 und 4 cm lang, hart und dicht gewachsen. Die Augenbrauen sind sehr ausgeprägt. Der Deutsch-Tratar erreicht eine Höhe von knapp 70 cm. Sein Gewicht liegt bei gutem 30 kg. Der Deutsch-Tratar ist ein echter Jäger. Er wurde bei verschiedenen Jagdarten im Feld, Wald oder Wasser eingesetzt. Er hat keine Angst vor dem Wasser, vor dem Baff. Er braucht besonders viel Auslauf und ist ein sehr zeitaufwendiger Hund. Bei der Jagd zeigt er sich voller Eifer, ist neugierig, munter und aufmerksam. Sein Charakter wird vor allen Dingen von seiner Intelligenz und seinem Arbeitswillen gezeichnet. Der Deutsch-Tratar ist ein freundlicher Jagdhund mit einem lebhaften, ausdauernden Charakter. Er strotzt vor Energie. Der Deutsch-Tratar liebt seine Menschen und legt viel Wert auf die Einbindung in die Familie.